Hallo liebe Freunde des Protomoleküls, hier ist er wieder, euer Ashtar. Ist doch klar. Wir haben es mitbekommen, es gibt einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zum ACU, zum außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Aber auf den Titelseiten der großen Zeitungen ist davon nichts zu finden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht heute mit Trump-Bashing auf. Alles auf eine Karte. Fehlende Empathie oder eiskaltes Kalkül. Amerikas Präsident stempelt die Black Lives Matter-Bewegung zur linksfaschistischen Gefahr ab. Bang, muss man fragen, wozu er sich angesichts schlechter Umfragewerte noch hinreißen lässt. Dann überrascht die Süddeutsche mit folgendem Artikel: Deutschland braucht mehr Linke in Uniform. Gemeint sind nicht mehr schwarz vermummte Schläger und Randalierer. Gemeint sind Polizisten und Soldaten. Liberale und Linke beklagen die rechten Umtriebe bei den Sicherheitskräften. Sie könnten selbst zur Bundeswehr oder Polizei gehen und dort etwas verändern. Doch dafür fehlt oft das Interesse oder der Mut. Subtext: Wer links ist, aber nicht zur Bundeswehr oder zur Polizei gehen will, der ist entweder doof oder ein Feigling. Früher hat man als Linker den Kriegsdienst verweigert, heute schreit man als Linker, alle Cops sind Bastarde, aber das juckt die Süddeutsche Zeitung nicht. Das ist die neue Normalität. Ein geiles Foto. Bei der Rheinischen Post dreht sich immer noch alles um Tönnies. Schließung gefordert. Aktivisten besetzen Tönnies Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. Aber in der Rheinischen Post habe ich einen anderen interessanten Artikel gefunden. Die WHO sieht die steigenden Fallzahlen nicht als Hinweis auf zweite Welle. Schon mal ein bisschen irreführend, weil in Deutschland gibt es keine steigenden Fallzahlen. New York. In vielen Ländern der Welt steigt die Anzahl der Infektionen mit Corona an. Teilweise sogar dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisation sieht darin allerdings keinen Hinweis auf eine zweite Welle. Tja, gut zu wissen. Moment, ich glaube, ich habe da noch was Neues von der WHO gehört. I didn't quite get that. Can I hear that one more time? I'm serious. I could not tell what you just said. From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Because they're taking a 360-degree turn, and WHO is announcing, and this is a big news, it's a breaking news, that if you are not symptomatic and you don't have any symptoms of fever, chills, shortness of breath, or any of those symptoms we've spoken about, the risk of passing it on to other people and being contagious is very rare. Okay, also wenn das stimmt, dann ist schon mal obsolet, dass die Deutschen als Einzige immer noch mit dieser Maske rumlaufen. Und es stellt doch eigentlich den ganzen Lockdown in Frage. Zum Glück gibt's ja jetzt diesen Untersuchungsausschuss, wobei ich auch lieber ein Tribunal gesehen hätte. Aber wer weiß, vielleicht folgt das ja darauf. Das außerparlamentarische Corona-Tribunal. Irgendwie wird's immer schwieriger, bei der ganzen Nummer den Durchblick zu behalten. Aber egal, solltet ihr jetzt ein paar Tage lang nichts von mir hören, dann liegt das sicherlich nicht daran, dass ich unter die Räder gekommen bin, sondern daran, dass ich mich in das Thema ID 2020 einarbeite und allem, was da noch dranhängt. Und auch das ist ein mega Hammer. Ansonsten kann ich nur noch mal darauf hinweisen, liken, teilen, abonnieren und den Deframing-Channel gibt's inzwischen auch bei Instagram. Da läuft meine 10 Eroberungs-Körper-Geist-Anbindungs-Challenge. Ihr könnt mitmachen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich jetzt nicht das nächste Jahr kalt duschen soll. Das ich will nicht und ich kann nicht, das muss man auseinanderhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er hat dann empfohlen, kalt duschen ist das beste Training, setz dich kaltem Wasser aus und beobachte, was passiert. Und dann musste ich diese ganzen Gedanken auf die Seite schieben und habe dann wirklich ein Jahr geduscht. Immer nur kalt. Ich habe die Regel nie gebrochen und es ist eine schöne Erfahrung der Selbstermächtigung. Das war's von mir, liebe Freunde. Vielen lieben Dank für die tollen und konstruktiven Kommentare. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Spendenlinks. Danke für alles. Bleibt sauber. Bless up yourself. Corona ist und bleibt also eine Gefahr für jede und jeden von uns. Ich weiß über die Erkrankung, die wird für mich nicht so schlimm sein.
dass die Leute das alles glauben, was ihnen gesagt wird. Es ist ein Volk, das glaubt einfach alles, ohne zu fragen, zu hinterfragen. Sind Sie davon erstaunt? Ich bin entsetzt. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also, damit hält man das nicht auf. When we've largely vaccinated the entire global population, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Mm-hmm.